Und jetzt? Im Labyrinth müssen alle Zähne der Zeit gefunden werden. Nur mit Hilfe der Zähne der Zeit kann das Skelett besiegt werden. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie das nachkoloriert aussieht. Meine Güte, das ist ja nur ein... Max, sieh nur! Ein Zahn der Zeit! Kommt das mir so vor, oder sieht es hier in dieser Spielversion echt grausam aus? Wo muss ich jetzt lang? Hier lang? Ich glaube schon. Hier gab es einer der ersten Schlüssel. Yippie, ein blauer Schlüssel. So, muss man hier hinten lang? Wieso auch immer? Dass man ja genug Umwege läuft. So, dann müssen wir einmal hier lang. Hier lang. Ein silberner Schlüssel. Ein silberner Schlüssel müssen wir einmal hier lang. Für einen Zahn der Zeit. Noch ein Zahn der Zeit. Ha, witzig, da kommt so eine Fahne. Naja, liegt wohl am... Betriebssystem. Max, sieh nur, ein Zahn der Zeit. Da müssen wir, glaube ich, zum Schluss lang, aber hier müssen wir als erstes lang. Und uns den roten Schlüssel oder den gelben Schlüssel holen. Jetzt ist die Tür offen. Schwubbididubbididai. Noch ein ich Zahn bekomme der Zeit. Das Ei. Es bleibt nicht immer sinnlos stehen. Ich weiß, dass das. Dass dafür zu viel Geld da war. Spitze, ein grüner Schlüssel. Ach, grün war es, genau. Danach kam der rote Schlüssel. Oh. Mein Max, Zahn. Sieh nur, ein Zahn der Zeit. Boah, Alter, ist das Matschekuchen hier. Jetzt ist die Tür offen. Na, ich hoffe, das Gecapturete sieht nicht ganz so schlimm aus. Klasse, ein roter Schlüssel. Ja, der rote Schlüssel. Den benötigen wir. Für diese Türe. Jetzt ist die Tür offen. Das Geld war da für jede Menge sinnloser solcher Sequenzen, aber nicht für ein richtiges Labyrinth. Noch ein Zahn der Zeit. Dass man zum Schluss auch noch ganz genau rausgeschmissen hat. Jetzt ist die Tür offen. Ja. Max, sieh nur, ein Zahn der Zeit. So, und jetzt hier der goldene Schlüssel. Wir haben eigentlich alle Zähne. Ein goldener Schlüssel. Flieg, 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 kleine Biene, flieg. Und dort hinten lang. Und fast ist es geschafft. So sind wir noch hier lang. Ich weiß nur immer nicht, welches Labyrinth 7, welcher Labyrinth 7 und welcher 8 Zähne hatte. Aber ich glaube, das war dieser mit 7. Hier eine sinnlose Pause.
Jetzt ist die Tür offen. Dies ist noch ein weiteres Labyrinth, das durchsucht werden muss. So, wir kommen im zweiten Labyrinth, das auch sehr verbuggt ist. Jetzt gehen wir mal zum Speicherspielstand und speichern hier im Labyrinth. Ja, über die F6-Taste könnt ihr das Speichermenü öffnen. Und über Escape... Möchtest du jetzt wirklich aufhören? Das Spiel beenden? Ach ja, wir können nochmal speichern. Ach egal, Spielstand nicht speichern. So, wir kommen auf der kleinen Desktop-Ecke. Dann machen wir mal schnell die Bibliotheken auf, so. Dann werden wir mal schnell die Programme suchen. Hier, Max 2. Dann schiebe ich das mal etwas rein, so. Das reicht nochmal von der Größe her. Dann auf Lab. Und dann müsst ihr nach Labyrinth 3. Dann war es, glaube ich, diese Datei, die ihr einmal umbenennen müsst. Umbenennen. E2F3 war es, glaube ich. So. So, und dann startet ihr das Spiel noch einmal. Ja, ich möchte es gerne ausführen. Dann laden wir den Speicherstand. Es müsste ja einen Fehler anzeigen. Dies ist noch ein weiteres Labyrinth, das durchsucht werden muss. Danke. Möchtest du jetzt wirklich aufhören? Spielstand nicht speichern. Und jetzt geht ihr nochmal hier hinein. Und dann benennt ihr dieses wieder normal um. So, E2, E3. Ganz einfach, dann startet ihr das Spiel ganz normal wieder. Ja, ich möchte es gerne als Administrator ausführen. Und dann laden wir den Spielstand noch einmal. Dies ist noch ein weiteres Labyrinth, das durchsucht werden muss. Ich weiß, dass ich dieses Labyrinth auch noch durchsuchen muss. So. Wie immer, das erste Ziel dort hinten. Max, sieh nur! Ein Zahn der Zeit! Und jetzt sollte normalerweise dieser Speicherstand auch auf den Fehler geeicht sein. Juhu! Ein blauer Stein! Der blaue Stein brauchen wir hier drüben. Komm schon, darüber. Und jetzt die hintere Tür normalerweise zuerst. Toll, ein grüner Stein. Dann bekommen wir gleich den grünen Stein für hier und können wir gleich hier rüber. Doch, den langen und den roten Stein mitnehmen. Ein roter Stein. Dann müssen wir hier lang. Zahn der Zeit. Da müssen wir hier lang. Dann finden wir hier normalerweise den silbernen Schlüssel. Hoffe ich zumindest mal. Max, sieh nur, ein Zahn der Zeit. Ach, ein goldener Schlüssel. Ein goldener Schlüssel, okay. Nochmal etwas zurück. Und hier entlang. Weil dort hinten befindet sich die einzige Tür, durch die man gehen Jetzt kann. Jetzt ist die Tür offen. Noch weil an diesem Labyrinth ja damals großartig gespart werden musste. Ein silberner Stein.
Auch wenn man schon liest, Labyrinth 3. Hier kann man nicht lang, das haben sie nicht mit eingebaut. Dass man nicht cheatet. Max, sieh nur, ein Zahn der Zeit. Oder was auch immer. Noch ein Zahn der Zeit. Also man kann ja weder geradeaus noch da an der Seite lang. Max, sieh nur, ein Zahn der Zeit. Ah ja, noch ein lang. Zahn der Zeit. Und hier lang mit dem letzten Stein und dort den goldenen Schlüssel einsammeln. Oder den goldenen Stein und dann den Schlüssel oder wie? Ein goldener Stein. Wir wollen Stein. Nur den goldenen Stein. Hier benötigt man ja keinen Schlüssel. Schon ist Finale. Wer wagt es mich, den Hüter des Schatzes zu stören? Dafür werdet ihr büßen. Du klapperiges Knochengerüst. Wir brauchen den Schatz, um das Schloss und den Park zu retten. Los geht's, Max. Wirf einen Zahn der Zeit nach ihm und mach ihn fertig. Jo, werfen wir einen nach ihm. Ja, genau. Er springt Schade gleich mal. Schade daneben. Versuch's noch mal. Dumm. Tür auf, Max! Schade, daneben! Und? Versuch's nochmal! Auf die Füße mal! Ja! Schade, daneben! Als ob! Versuch's nochmal! Haha, genau! Schade, daneben! Versuch's nochmal! Tür auf, Max! Und nochmal! Tür auf, Max! Und nochmal! Auf, Max. Und nochmal. Ah, verdammt. Schade, daneben. Versuch's nochmal. Ja, wir haben ja noch 6 Zähne. 5 Zähne. Schade, daneben. Versuch's nochmal. Tür auf, Max. Ich bin so müde. Gute Nacht. Juhu, wir haben ihn. Wir sollten den Schatz jetzt besser dem Grafen übergeben. Jetzt fehlen nur noch der Graf und die Gräfin. Komm, wir läuten und verstecken uns. Sieh nur, ein Wunder! Der Schatz deiner Vorfahren ist plötzlich aufgetaucht. Oh, danke, lieber Gott! Gerade noch rechtzeitig. Jetzt können wir Dr. Düster bezahlen und unser Schloss doch noch behalten. Und damit ist das Let's Play auch endlich so beendet, wie ich es damals schon wollte. Bis zum dritten Teil oder einem anderen Let's Play. Bis dahin, ciao.